Servus Leute und willkommen zu einem weiteren Tutorial. Und zwar geht es heute darum, wie bekomme ich Overclocker-Upgrades in Industrial Craft 2. Warum mache ich darüber ein Tutorial? Weil die 10k Coolant Cells nicht mehr so einfach zu produzieren sind. Und zwar müssen die nämlich jetzt mit einer tatsächlich Coolant-Flüssigkeit befüllt werden. Hier in einem Fluid Transposer geht aber auch einfacher. Und ich habe ein bisschen rumgesucht und habe gedacht, ich zeige euch das gerade mal, wie das funktioniert. Und zwar ganz easy peasy. Wir brauchen erstmal Wasser, das übliche. Water. Strom brauchen wir nicht mehr. So, machen wir uns einfach eine Wasserquelle. So, dann machen wir einen Aqueous Accumulator rein. Der braucht keinen Strom, saugt sich mit Wasser voll. Dann ein paar Fluid Pipes. Ich habe jetzt hier einfach so ein paar Cobblestone Pipes. Ist vollkommen egal, welche ihr habt. Die befüllen sich dann langsam mit Wasser und ist mehr als ausreichend für den Prozess, den wir gleich haben. So, was wir verwenden, ist die Fluid Canning Machine von Industrial Craft 2. Und zwar funktioniert das Ganze so, ihr setzt das Ding einfach so dran, dass es nach links das Wasser hat. Das heißt, ihr seht jetzt hier auch, dass die Fluid-Maschine sich langsam auffüllt. Das Ganze braucht natürlich noch Strom. Ich habe mal da was vorbereitet. So, das Ding hat Strom und füllt sich jetzt langsam auf mit Wasser. So, ihr braucht dann normale Cells. Das sind Empty Cells, heißen die Dinger, glaube ich. Hier Empty Cells, brauchen wir einen ganzen Sack voll. So, jetzt ganz wichtig, ihr müsst hier das umstellen, dass da nicht mehr Canning steht, sondern wir brauchen Fluid Enrichment. Tank or Cell steht da. Das heißt, da wird das Wasser quasi mit irgendetwas verbunden und kommt irgendwas Neues raus. So, die Empty Cells gehen hier vorne rein. Und was wir jetzt in der Mitte brauchen für das Coolant ist tatsächlich Lapis. Und zwar Lapis Lazuli Dust. Den könnt ihr übrigens im Macerator machen, zum Beispiel im Pulverizer geht es auch, meine ich, genau, Pulverizer kann das und ja, auch die Ores, glaube ich, können im Pulverizer verarbeitet werden, nicht nur die Nether Ores, sondern auch die normalen Ores können dort verarbeitet werden und wenn das Ganze fertig ist, sehen wir jetzt hier, weil es ein bisschen buggy war, nichts, sondern wir haben jetzt hier diese coolen Cells. Ja, da wird also hier Coolant hergestellt und das verwendet ihr dann weiter, indem ihr eine da reinbaut, dann die Zinnplatten wie gewohnt, drumherum die Geschichte und ihr habt die 10k Cooling Cell. Ja, so funktioniert das mittlerweile. Das heißt, die Overclocker-Upgrades sind deutlich teurer geworden und jetzt mal gucken, dann halt hier noch so ein Basic-Ding-Bums, das wisst ihr alle, wie das geht. Das ist nicht das Schlimmste. Ich wollte euch, wie gesagt, zeigen, wie man diese 10k Coolant Cells macht. Ja, das war's auch schon. Ich danke fürs Zuschauen, wünsche euch einen tollen Tag, eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Servus, Leute!